Ey, komm, lass mich mal vorbei. Ich möchte nur das Video aufnehmen. Ey, komm. Ja, Nabend, liebe Leute. Last Exit 1988 hier mit dem sechsten Part des Let's Plays Metal Gear Solid. Ja, im letzten Part waren wir quasi dauerhaft auf der Flucht. Flucht aus der Folterkammer, Flucht vor einer Gruppe Soldaten und Flucht vor einem Helikopter. Ja, und jetzt habe ich vor, zusammen mit Solid Snake mal wieder in die Offensive zu gehen. Aber vorher mal ein bisschen Munition sammeln, falls nötig. Ne, scheint nicht nötig zu sein. Oder? Nö. So, dann gehe ich jetzt mal wieder hier raus. Und guck mal weiter. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Helikopter doch erwartet. Er ist wie ein Buddha. So, da haben wir wieder eine Gruppe mit Soldaten, die aber am Warten sind. So, ich mache das jetzt aber mal lieber so. Lade mich lieber voll komplett auf. So. Und da haben wir die Soldaten. Die jetzt mal mit der Nikita erstmal eine kriegen. Ja, gehen in Position, um sich schön anschießen zu lassen. Und nochmal. Ein ganz schön robuste Viecher. So. Und einer ist weg. So, jetzt warten sie um die Ecke oder was? Ne, positionieren sich neu. Ja. Warum auch nicht? Aber macht Spaß. Macht Spaß, die abzuknallen. Muss ich echt sagen. Macht echt viel Spaß. Ja. So, gucken. Nehme ich mir den vor? Jawohl. Hauptsache trifft irgendwas. Oh. Na gut, jetzt habe ich einen zu viel abgeschossen, aber mal gucken, was hier ist. Ja, so ist hier nichts. Einfach mal dagegen schießen und gut. So, da packen wir mal den Raketenwerfer weg. Ne, C4 habe ich genug. Schön über den langen Weg in den nächsten Turm hinein. Oh, 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 oh. Schnell da rein. Stinger Launcher, Stinger Missil, also Stinger Raketen habe ich jetzt hier bekommen. Ja, das bedeutet, dass ich gleich den Helikopter mit Hilfe der Stinger Raketen abschießen darf. So, ich will jetzt hier erstmal ein bisschen sammeln. Ja, schön da unten. Denk mal, das ist jetzt nicht falsch, dass ich hier lang gehe. Hm. Hab ein Déjà-vu. Vom Treppenhaus her auf jeden Fall. Und da zieht sich wie Kaugummi dieses Treppenhaus. Huch! Oh, komm hier nicht mehr vorbei. Das ist doof. So, jetzt gehe ich wieder nach oben. Oder ich rufe mal Otacon an. Ich glaube, der weiß, was zu tun ist. Snake, ich komme zu Ihnen. Wovon reden Sie da? Ich muss Sie etwas fragen. Worum geht's? Also, ich frage Sie, wenn ich da bin. Tschüss. Einen Moment. Ja, hat er mich schnell abgewürgt. Aber gut, wenn er zu mir kommt und mich persönlich was fragen will, finde ich auch eigentlich im Real Life besser, wenn man mich da persönlich fragt. Ist halt persönlicher, wie man das schon im allein schon in der Bezeichnung her vermuten kann. So. Okay. Jetzt gehe ich mal hier lang. Jemand?
Nicht schießen! Ich bin's, nicht schießen! Snake, ich bin's! Otacon, wie kommst du hierher? War kein so dramatischer Auftritt wie der Ihre, glauben Sie mir. Ich kriege Höhlenkoller. Du hast zugesehen. Ja, ich habe zugesehen. Ich war hinten auf Ihrem Truck. Mit Hilfe der Tarnung. Aber so richtige deutsche Betonung, ey. Mit dem Lift natürlich. Die Treppe im ersten Stock ist zerstört. Deswegen nahm ich den Aufzug. Der Aufzug funktionierte? Ja, funktionierte. Sie sind unglaublich. Wie ein Filmheld oder sowas. Nein, leider nicht. Im Film rettet der Held immer das Mädchen. Sie meinen Meryl? Sorry, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Snake, ich muss Sie etwas Wichtiges fragen. Deswegen bin ich Ihnen gefolgt. Haben Sie je jemanden geliebt? Du bist hier, um mich das zu fragen? Nein, ich meine, ich wollte wissen, ob Sie auch Soldaten verlieben. Was willst du mir sagen? Glauben Sie, Liebe kann sogar auf dem Schlachtfeld blühen? Ja, schon. Liebe ist überall möglich und jederzeit. Liebe machen aber übrigens auch. Wenn man jemanden liebt, dann muss man diese Person auch beschützen können. Das denke ich auch. Ich muss um einen Gefallen bitten. Uh-oh. Keine Sorge, es ist leicht. Ich habe schon gesagt, ich will keinem wehtun. Das musst du auch nicht. Okay. Der Aufzug sitzt da unten fest. Kannst du ihn für mich in Gang setzen? Siehst du? Merkwürdig. Vorher funktionierte er und jetzt nicht mehr. Vielleicht die Schalltafel. Kannst du sie reparieren? Woher ging er? Wenn es nur der Mechanismus ist, überlassen Sie es mir. Ich muss mich um eine laute Fliege kümmern. Okay, ich bleibe hier und halte die Stellung. Viel Glück. Du siehst wirklich übel aus. Bist du okay? Eine Sorge. So macht das nichts. Ich tue einfach, als gäb's mich nicht. Dann habe ich keine Angst. Seltsame Logik. Ich verlasse mich auf dich. So, und jetzt muss ich mich um die, wie Solid Snake sagt, laute Fliege kümmern. Und währenddessen wird der Aufzug in Gang gesetzt. Also der funktioniert jetzt natürlich gerade überhaupt nicht. So, und jetzt nehmen wir die neue, die Stinger-Raketen. Ich hoffe, dass ich nochmal Gelegenheit... Oh. Meine Güte, habe ich jetzt einen Schrecken gekriegt hier. Ach du Heimatland. So, jetzt kriege ich so Paranoia. Jetzt gucke ich nach jeder Etage nach Kameras. Ja, zwei Stück. So, komm, nehme ich auf jeden Fall eine Düppel. Ja, und warten. Da der Radar sowieso gestört ist, interessiert mich das jetzt eh nicht unbedingt. Und dann machen wir mal weiter. Etagenjogging. Soll ja gesund sein. Scheiße. Ich wollte das eigentlich vermeidet haben. Vermieden haben, meine ich, nicht vermeidet haben. Jetzt fange ich durch das Spiel bekomme ich schon genau die gleiche Grammatik. Beziehungsweise die ganze Fehlgrammatik hier. So. Und schnell nach oben. Im letzten Part. Stun Grenades, also Blendgranaten. Und jetzt sind hier die Düppelgranaten, die mir den Arsch retten. So, aber ich sehe, ich bin oben angelangt. Stinger. Mal gucken, ob ich hier noch was bekomme. Ja, auf jeden Fall jede Menge Stinger, Düppelgranate und noch eine Ration. Ganz wichtig. Oh. Okay. So.
dann geht's jetzt mal frisch ans Werk. Die laute Fliege zerschießen. Er hat aber einen Enthusiasmus da draußen zu warten. So, Stinger, mit Nikita komme ich nicht richtig ran an die Buletten. Oh, und jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Endlich kriege ich die Schlange aus ihrem Versteck. Bist du bereit, mein Bruder? Warum nennst du mich Bruder? Wer zum Teufel bist du? Ich bin du. Ich bin dein Schatten. Was? Frag den Vater, den du getötet hast. Ich schick dich zu ihm in die Hölle. So. Oh, 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 warten. Ja, wurde erwischt. Das ist schon mal gut. Haha. Ja, passt eigentlich. Ich glaube aber gleich, dass der Kollege schießt, aber mit Raketen. So, schnell in Sicherheit bringen. Hoppala. Da haben wir den doch, den Kollegen. Ah, mal lieber eine Ration schnappen. Ist so gesehen auch ein sehr toller Bosskampf, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil ich schwer verfehlen kann, muss man dazu sagen. So. Uiuiui. Da geht's aber heiß her, muss ich sagen. So, wo haben wir den? Da oben haben wir den. Ja, jetzt verschwindet der. Oh, oh, oh. Und jetzt kommt er nämlich mit seinen Raketen. Ich will ein bisschen gucken, dass ich laufe. Hoch. Na, 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 na. Hör mal auf zu schießen. Huch. Der versucht es aber auch mit allen Mitteln, der Kerl. So, endlich mal wieder ein Treffer. Jetzt taucht er hin und wieder mal ab, damit ich den auch ja nicht treffe. Hoch, 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 hoch. Das ist ganz schön für den Arsch. Aber nicht mehr lange, also wenn ich das Timing weiter behalte. Perfekt. Wenn ich mal weiter treffe, dann klappt das. So. Und jetzt hört er wieder auf. Und jetzt kommt er wieder da oben irgendwo raus.
So. Weg frei halten. Ins Räder am Rad. Uiuiuiui. Kurz warten, bis er aufhört. Scheiße. Wieder nicht erwischt. Nein, 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 nicht an der Wand, nicht an der Wand. Nicht an der Wand, mein Freund. Oh, was für ein Geraffel hier. Huiuiuiui. Kurz abwarten. Jawohl. Mal gucken, ob die trifft. Sehr gut, hat getroffen. Schnell hier rein. Uiuiui. Mein meistgesagtes Wort in diesem Let's Play. Uiuiui. Scheiße. Ja, oder scheiße halt. Und jetzt verpisst er sich wieder. Und wieder erwischt. Ja, ist ja mal so laut schreit. Ist ja nicht meine Schuld. Ne, haben wir leider nicht mehr erwischt. Aber er ist machbarer. Er ist auf jeden Fall machbarer als diverse andere Bosse. Ne, leider nicht mehr erwischt. Wie viel habe ich noch? Zwei Stingrakete. Ich muss mal schnell nachtanken. Bevor der hochkommt. Und dann schnell wieder verstecken. Mein Gott, hat der Probleme. Richtig Aggressionsproblem, der Mann. Ja, ich glaube, ein, zwei Treffer hier noch und dann ist der Helikopter, beziehungsweise die große Fliege ist dann von gestern. So. Na komm. Na komm, zeig dich. Sprich dich aus, Bruder. Perfekt. Obwohl. Ja, er lahmt schon. Der kriegt schon Probleme. Oh, jetzt muss ich noch einmal ausweichen. Ich weiß noch nicht wohin. Hat aber überlebt. War gut. Gute Schlange. So. Und das war's mit der übergroßen Fliege. Vater Hölle, Liquid.
Das spart mir die Einäscherung. Boah, was ist das für eine Badass-Line? Also hätte Quack der Bruchpilot nicht besser hinbekommen. Diese Michael Bay-mäßige Landung. Mit Explosion und allem drum und dran. Oh. Ja, pünktlich zum Endkampf, beziehungsweise zum Schluss, ruft Otacon an. Nein, komischerweise. Er bewegte sich von selbst. Er kommt auf sie zu. Ist das möglich? Was war denn diese Explosion? Oh, ich musste den Helikopter abschießen. Abschießen? Unglaublich, Snake. Hörst du? Nur um sicher zu gehen. Das hier ist der Weg zum Lager, wo Metal Gear geparkt ist. Ja, der Eingang zum unterirdischen Hangar befindet sich hinten an diesem Schneefeld. Okay, versteck dich an einem sicheren Platz. Ich verzieh mich eine Weile. Ich weiß. Habe alles verstanden. Und komm mir nicht in die Quere. Spiel nicht den Helden. Okay, rufen Sie mich, falls nötig. Kriegen wir hin. So, jetzt werde ich nochmal das Feld hier durchsuchen. Nach Munition, nach Ration und. Und dann mal schauen, ne? Ne, hier ist aber nichts mehr. Hier habe ich, glaube ich, alles eingesammelt, was ich einsammeln konnte. Ja. Hat Liquid ja alles säuberlich zerstört. So. Und ich kann jetzt schon wieder in Ruhe nach unten klettern, ohne so ein Ding im Nacken fliegen zu haben. Na, kann ich hier nochmal was gucken? Ja, ich gehe nochmal präventiv dahin, um genügend Sachen aufzuladen. Farmers, okay, ja. Schadet nicht. So, jetzt gehen wir dann mal in den Fahrstuhl. Und dann mal schauen, wo mich die Wege hinführen. So, jetzt natürlich wieder die Düppel verwenden. Diesmal keine unnötigen Aktionen machen. Direkt nochmal einen hinterher jagen. So, dann wieder runter. Geht eigentlich lockig voran mittlerweile. Also diesmal noch keinen Fail zu verzeichnen, aber ich bin mal lieber nicht so laut. Weil dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, passiert es natürlich, ne? Man kennt's. Da kackt man dann jede Nasenlänge ab. Müsste ich aber eigentlich auch mal angekommen sein. Ja, eine Überwachungskamera kommt noch, beziehungsweise eine Schussanlage, eine Schusskamera. Das dürfte es dann gewesen sein. So. Auf zu Kohlen. Ah, da kommt der Kollege, ja. Was jetzt? Gucken, was jetzt los ist. Snake, ich habe etwas vergessen, was ich sagen wollte. Was? In meinem Labor waren 5 Tarnanzug-Prototypen. Ja und? Minus den ich trage, bleiben noch 4. Erste Stufe Mathe. Ich halte mit. Ich wollte einen Dito holen. Deshalb ging ich ins Labor und... Ja? Die restlichen 4 waren weg. Dann auch der Aufzug, den ich überprüft habe. Es ist komisch. Jemand schien ihn mit Absicht gestoppt zu haben. Als du drin warst, ging da der Alarm wegen Übergewicht los. Das hat mir auch Sorgen gemacht.
Der Alarm ging los und ich bin auf keinen Fall zu schwer. Wie viel wiegst du? Circa 62 Kilo. Aber der Lift hat ein Limit von 350 Kilo. Man braucht mindestens 5 Leute, um das zu überschreiten. Snake, passen Sie auf! Die Jungs mit den Tarnanzügen sind bei Ihnen da drin! Ach du Scheiße! Jetzt kommt wieder was. Immer was Neues. Jetzt still! So, dann direkt das Famas nehmen. Und ich nehme, glaube ich, mal... Ah, ne, ich habe ja kein Infrarot. Das Gute ist, man kann die trotzdem sehen. Eine Ration klauen. Ach du Scheiße. Keine Ration mehr am Start. Puh, das war knapp. Das war knapp, liebe Leute. Und ich kriege hier einen halben Herzinfarkt. Was ist hier los? Was macht Otakon für eine Welle? Otakon wollte ich schon sagen. So. Hier nochmal ein bisschen sammeln. Ja, ja. So, und hier ist die andere Hälfte der Treppe, bei der wir vorhin nicht runtergekommen sind. Wie dem auch sei, weiter geht's. Ration, ganz wichtig. So, nö. Was ist nü? Ach, da kann ich rein. Ach, schon wieder so eine Scheißkamera. Warte die erstmal ab, bis die aus dem Weg schwenkt. Ja, PSG1. Das heißt, ich werde wohl das Gewehr bald wieder benötigen. Bisschen abwarten hier. Scheiße, 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 scheiße. Eieieiei. Ich glaube, da hätte ich mir mal lieber ein paar Düppel genommen. Was machst du denn da? Bist du bescheuert? Und ich stehe ihm leider. Hast du einen am Sender oder was? Meine Güte, ey. Kostet der mich ja noch den Kopf. Na, ich nehme mal vorsichtshalber mal lieber den Minendetektor. Man weiß ja nie. Mal lieber eine Ration nehmen. Das sieht mir sehr, sehr verdächtig aus. Ah, das Wolfsgeheule. Das ist sehr, sehr spannungserzeugend. Also keine Entspannung, sondern Spannung. Aber mega, mega mäßig große Spannung. Hoppala. Sieht das Sniper Wolf aus? Sind Sie okay? Otakon, gab es noch mehr dieser Tarnprototypen? Nein, es gab nur 5. Dann ist das also keine Stealth-Tarnung. Snake, wovon reden Sie? Jemand schießt auf mich. Mitten in diesen Schneesturm. Das ist sie! Wolf? Sniper Wolf? Ja, das ist sie! Auf jeden Fall! Otakon, Sie klingen darüber erfreut. Bin ich nicht. Nein. Um Gottes Willen. Snake, töten Sie sie nicht. Sind Sie verrückt? Bitte, es ist ja nicht. Sie müssen nur mit ihr sprechen. Ja, na klar. Warum auch nicht? Ist eine eiskalte Killerin. Ich kann dich sehr gut sehen. Ich hab's ja gesagt. Ich gebe die Jagd niemals auf. Du hörst mehr. Wolf, nein. Das ist natürlich das zweite Aufeinandertreffen. Du musst verdammt gut sein, wenn du mich bei diesem Wind treffen willst. Siehst du? Frauen sind von Natur aus die besseren Soldaten. Wolf, tun Sie es nicht! Snake, ich bin ganz in der Nähe. Kannst du mich spüren?
Ein Scharfschütze verrät nie seine Position. Glaubst du wirklich? Ich werde dir einen Liebesbrief schicken. Weißt du, was das ist? Eine Kugel aus meinem Gewehr. Direkt in dein Herz. Bitte! Wolf! Snake! Nein! Halt dich raus, oder du wirst verletzt. Du wirst für Meryl bezahlen. Ihr Männer seid so schwach. Nie beendet ihr, was ihr angefangen habt. Na komm. So, dann geht's in die zweite Runde. Ach, ist das eine Scheiße. Wie viel Ration habe ich? Eine Ration. Ja, ist nicht sehr, sehr gut, diese Voraussetzung. Wie soll ich denn da was sehen? Mal ganz ernsthaft. Jetzt muss ich wieder mich ins volle Feld stellen. So. Das ist jetzt das Problem. Zweite Runde scheint ein bisschen schwieriger zu sein als die erste, weil es halt ein weiträumiges Gelände ist. Heieieiei. Was mache ich da nur? Ne, wäre mal schön, wenn man eine Ration da hinstellen würde. Na, wo ist die Frau? Aha. Normalerweise müsste ich eigentlich... So, wo ist die? Reicht jetzt. Wo bist du? Ah, da oben musst du gucken. So. Komm. Mach keinen Mist. Komm, zeig dich. Na, jetzt hatten wir natürlich einen leichten Bosskampf. Jetzt kommt der schwere. Aha. Gut, aber auch getroffen. Ganz gut. So. Wo ist Madame jetzt? Da. Komm. Sehr gut, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich sie. So. Komm. Kommst mir nicht weg, Madame. Versucht hier schön, sich jetzt zu verpissen, aus der Affäre zu ziehen. Na komm. Perfekt. Na komm. Sprich dich aus. Perfekt. So, ein bisschen abwarten. Die rennen jetzt bestimmt wieder nach rechts. Ja. Ein Treffer mehr geht da leider nicht pro Einheit. Aber soll's halt so sein. Hauptsache die Munition reicht. Weil ich... Oh, jetzt lässt die Diazepam nach. Schnell eine nehmen. Na komm. Ja, komm, zeig dich. Tja, so leicht bin ich diesmal nicht. Okay, war doch leichter, als ich mir ausgemalt habe. Genau, darf sich gerne voll aufladen, habe ich nichts gegen. Na. Arschlecken. War wohl nix. So, jetzt gehe ich nach vorne hin. Also diesmal scheint es Sniper Wolf böse erwischt zu haben. Yep.
Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich bin Scharfschützin. Warten gehört zum Job. Keinen Muskel bewegen. Ich glaube, ich habe ein paar Organe erwischt. Konzentrieren. Yep. Hustenbonbon, ja. Lungenschuss. Ich bin am Ende. Bitte, mach mir ein schnelles Ende. Ich bin Kurdin. Hat jetzt hat jetzt was zu tun mit irgendwas oder was? Wie diesen gesucht. Kurdin. Deswegen nennt man sie Wolf. Ich wurde auf dem Schlachtfeld geboren und aufgezogen. Schüsse, Sirenen, Schreie. Das waren meine Schlaflieder. Jeden Tag die Hunde vertrieben. Von unseren verlotterten Schuppen gescheucht. Das war mein Leben. Ich wachte morgens auf und fand wieder ein paar tote Freunde und Familienmitglieder neben mir liegen. Ich starrte in den Morgenhimmel und dachte, werde ich noch den Abend sehen? Die Regierungen der Welt kümmerten sich nicht um unser Elend. Aber dann kam er. Er rettete mich aus dieser Hölle. Saladin. Mein Held. Saladin? Sie meinen Big Boss? Ich wurde Scharfschützin. Versteckt beobachtete ich alles durch den Sucher meines Gewehrs. Nun konnte ich den Krieg von außen betrachten. Als Beobachter. Ich sah die Brutalität und die Dummheit der Menschen durch das Zielfernrohr meines Gewehres. Ich schloss mich den Terroristen an, um mich an der Welt zu rächen. Aber ich brachte Schande über mich. Mein Volk. Ich bin nicht mehr eine Wölfin. Im Namen der Rache gab ich meinen Körper und meine Seele preis. Und nun bin ich nicht mehr als ein Hund. Wölfe sind edle Tiere. Anders als Hunde. Auf Yupik lautet das Wort für Wolf Peglunek und die Aleuten bezeichnen sie als edle Cousins. Sie nennen Söldner wie mich Hunde des Krieges. Es stimmt, wir sind alle käuflich. Aber du bist anders. Ungezähmt. Einsam. Du bist keine Hündin. Du bist eine Wölfin. Wer bist du? Bist du Saladin? Wolf. Sie haben Merrills Leben gerettet. Sie war nicht mein Ziel. Ich töte nicht aus Spaß. Ruhig. Sie sterben als die stolze Wölfin, die sie sind. Endlich verstehe ich. Ich wartete nicht darauf zu töten. Ich wartete darauf, getötet zu werden. Ein Mann wie du. Du bist ein Held. Bitte. Erlöse mich. Warum? Warum? Ich habe dich geliebt. Was ist? Ein Gewehr. Gib es mir.
Es ist Teil von mir. Jetzt sind alle hier. Okay, mein Held. Befreie mich. Lebe wohl. Dann war der Schalldämpfer auf einmal nicht an der SOCOM dran. Ne? Sollte wohl dramatischer wirken durch den Knall. Ich konnte sie nicht retten. Was machen Sie? Leichenfleddern. Ah, nee. Ich gebe es der Besitzerin zurück. Ich brauche kein Taschentuch. Weshalb? Ich rotze in die Hand. Ich habe Tränen übrig. Oder ich rotze ins Hemd. Ich gehe zum unterirdischen Hangar. Die Zeit läuft ab. Ich weiß. Sie werden auf sich aufpassen müssen. Trauen Sie keinem. Ja. Wenn ich Metal Gear nicht aufhalten kann, wird das Ganze hier in die Luft gejagt. Ja. Wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Ich behalte meinen Kodak. Ich möchte gerne weiterhelfen. Du kannst jederzeit fort. Verschaff dir einen Vorsprung. Jetzt spricht er plötzlich in einem ernsten Ton. Nicht wie so ein Weichei. Snake! Wofür kämpfte sie? Wofür kämpfe ich? Wofür kämpfen Sie? Wenn wir herauskommen, sage ich es dir. Okay. Ich werde auch suchen. Na, ja, das ist also Sniper Wolfs Ende gewesen. Eine schöne Sterbeszene für ein Videospiel, muss ich echt sagen. So. Da haben wir sie noch. Mal einen letzten Abschied nehmenden Blick drauf werfen. Und jetzt werde ich erstmal gucken. Durch ein paar Türen gehen. Vielleicht kann ich mich ja nochmal ausrüsten. Ne, keine Kamera da. Das ist gut. Oh. Ja, das war klar. Und ich habe noch... Und ich habe noch gesagt, ich nehme lieber den Minendetektor. Naja, jetzt bin ich schlauer. So, jetzt nochmal lieber nehmen. Da müsste jetzt eigentlich auch nochmal so eine Tür sein. Sogar zwei Stück. Level 6. Na komm. Oh, 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 oh. Ja, das mache ich nicht. Das mache ich jetzt nicht. Gehe ich lieber da rein. Na, ich werde mal lieber mit einem Düppel beigehen. Sieht auf jeden Fall nach wichtigen Sachen aus. Ja, Nikita. So. Ein bisschen das Gebiet durchkämmen hier. Auch nochmal mit Minendetektor vorsichtshalber, man weiß ja nie. Ja, ich weiß, Sniper Wolf ist dood. So, da kann man auch nochmal rein. Ne, hier scheinen keine Minen zu sein. Aber hier kann ich mich nochmal gut ausrüsten. Perfekt. So, jetzt werde ich noch mal ein bisschen weiter in das Hangar eindringen. Müsste jetzt eigentlich gleich der Punkt kommen, in dem ich auf der richtigen Konsole die CD wechseln müsste.
Und da ich einen Übergang haben möchte, einen vernünftigen, werde ich auch noch so weit spielen. Weil bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier pausiere und dann kommt, dann kommt auf einmal im nächsten Part, ach, bitte legen Sie CD2 ein. Ach, guck mal. Kriegen wir hin, haben wir hingekriegt. So, ich hoffe, ich kann nochmal speichern. Ja, ich hätte lieber nochmal speichern sollen. Ich werde mal gucken, was sich gleich tut. Ich werde mich erstmal hier verabschieden. Werde gucken, was ich im nächsten Part noch am Spiel löse. Alles klar, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen, geruhsamen Abend. Ja, bleibt artig. Lasst euch nicht ärgern. Schlaft gut. Und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis bald, euer Last Exit 1988. Ciao, tschüss.